Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Fangespräch, und zwar ein Familienfangespräch. Ich habe heute die Freude, beim Herrn Dr. Andreas Klein und seinem Sohn, dem Herrn Magister Martin Klein, zu sein. Und ich glaube, den Martin kennt man nicht nur vom Sehen von der Warte her, sondern hört man auch öfters. Ich glaube, selbst am Stephansplatz weiß man, wann bei uns auf der Warte oben ein Match ist. Ja, man probiert ein bisschen Werbung zu machen während dem Spiel. Ihr seid schon lange Wiener Fans. Ich glaube, Andreas, bei dir hat es ja schon früh angefangen, oder? Oder wie bist du zu Wiener gekommen? Ja, bei mir, wie schon gesagt, also bei mir hat es sehr früh angefangen. Ich habe 1966 war es, haben wir mit einer Fußballmannschaft von der Albertus-Magnus-Schule damals das sogenannte Express-Kicker-Turnier gewonnen. Okay. Und da war damals der erste Preis, da war die Fußball-Weltmeisterschaft in England. Und der erste Preis war eben zum Eröffnungsspiel England im Wembley-Stadion, ein Flug dorthin. Und das haben wir auch gemacht. Und der Sieger war damals ein Trainer, der Herr Pechanka, wird sicherlich einigen Wiener-Anhängern noch bekannt sein, der war damals Trainer von der Jugend. Und der hat mich und auch einige andere Spieler aus dieser Mannschaft geholt. Und eben, wie gesagt, seit 66 habe ich dann oben in der Jugendmannschaft, also Schülermannschaft, Jugendmannschaft, habe ich dann oben bei der Wiener gekickt. Und wie lange hast du dann gekickt bei der? Eigentlich nicht lange, da meine schulischen Erfolge nicht so entsprechend waren, hat mein Vater das dann ziemlich rigoros eingestellt und hat gesagt, nein, lieber Freund, Fußball spielen ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Und naja, er hat das so halt gesehen und hat das eigentlich dann abgestellt. Und damit war eigentlich dann das Spielen bei der Wiener auch zu Ende. Ich habe dann gespielt noch beim Reichsbund und so weiter. Also mehr oder weniger aber in Hobbymannschaften, aber nicht mehr bei der Wiener. Das heißt, die Familie Klein war von Anfang an nicht unbedingt Wiener-affin. Nein. Frisch. Fußball-affin, ja. Also, Großvater war Rapid-Anhänger, Großmutter Sportclub, meine Mutter Wiener, mein Vater Austria-Anhänger. Ja, also, wir waren quer durch das Gemüsefeld. Also, wir waren sehr fußballaffin. Bin auch mit meinen Eltern ins Stadion gegangen. Also, die haben Fußball-Länderspiele uns angeschaut. Aber nur rein Wiener, das waren wir nicht, nein. Und dann aber schon privat dann immer wieder zu den Matches gekommen. Und ich muss schon sagen, aber hauptsächlich eigentlich dann durch den Martin und auch durch meinen Schwager, seinem Onkel und meinen Schwiegervater eigentlich, der immer Wiener-Anhänger war, der auch im 19. Bezirk gewohnt hat und der den Martin schon, da war er noch nicht einmal, glaube ich, in der Volksschule, also vor dem Volksschulgehen, war der schon auf der Hohen Warte und war ständig bei jedem Match dabei. Du bist ja sehr regelmäßig. Schon seit Jahren. Man kennt dich ja auch aus dem Film. Ich bin nicht ganz der Roli, der da de facto, auch wenn er mit 42 Grad Fieber irgendwo steht, sich in Wahrheit hinaufschleppt. Aber was geht, wird geschaut. Da gibt es nichts. Testspiele vielleicht weniger, aber Pflichtspiele so viel wie möglich. Meisterschaft, Cup, wenn es geht. Natürlich. Auf jeden Fall natürlich Warte. Auswärts auch, oder? Auswärts natürlich auch. Also weiteste war Lustenau, nun noch nicht. Blieb uns nicht erspart. Oder Alltag, wie man es halt sehen will. Das haben wir uns ja alles gegeben. Ist halt so. Freue ich mich, wenn wir bald wieder dort sind. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut gut aus. Ja, schaut ja wirklich gut aus, muss man ja wirklich auch sagen. Aber du bist ja schon lange dabei. Die meisten kennen dich ja auch. Es geht sich immer nicht aus dem Film. Da war ich auch schon, ja. Da hast du ja auch eine Wortspende geleistet. Du, es ist, man muss sagen, schaut, das ist, ich bin wirklich, wie der Vater schon gesagt hat, seitdem ich denken kann, gehe ich auf die hohe Warte. Ja. Also ich glaube, mit 3, 4 war so das erste Spiel, das ich wirklich voll durchgehend angeschaut habe oben. Ist auch so, dass ich kann mich noch genau erinnern, Europacup durfte ich irgendwann mal nicht mitgehen, da war ich wahrscheinlich in der Volksschule. Aber ansonsten, was geht und was mal möglich war, wurde geschaut und wurde gegangen. Wie gesagt, entweder mit dem Vater oder wenn der keine Zeit hat, mit dem Großvater vor allem und auch mit dem Onkel, der ist nur ein Unterschied von 9 Jahren. Das ist ein bisschen fast so wie ein großer Bruder. Und daher war das immer recht klar. Das immer, hat er mich auch meistens mitgenommen. Okay. Und das heißt, das ist ein richtiges Familiengefühl, wenn man auf die Warte kommt. Weil wenn man so viel Zeit verbringt, das schätzen ist es wie auch ein sehr. Garten. Ja, ne? Das schätzen wir auch sehr. Wenn man hinaufgeht, wirklich trifft man, wenn man sagt, die Familie hat wirklich gute Freunde und kann mit denen angeregt sich unterhalten und nett plaudern. Also das ist wirklich, wie du richtig sagst, ein familiäres Feeling. Ja.
Das sind auch Menschen, die man, glaube ich, so normalerweise gar nicht treffen würde, unter verschiedensten Gesellschaftsschichten. Das ist ja schön so. Genau das schätze ich auch. Genau. Also ganz egal, was der vom Beruf ist oder Religion oder Einstellung, ganz egal. Also das ist aber wunderschön, mit den Leuten sich zu unterhalten. So. Man kann auch angeregt und gut sich unterhalten. Also das muss man wirklich bei der WN oben sagen. Das schätze ich auch. Das ist familiäre. Das Familiäre und auch, man kann auch ruhig sagen, ein bisschen das Gehobenere unterhalten. Das schätze ich. Also mit den Leuten, mit denen wir auch am Stehplatz stehen, wirklich, das muss man sagen, wir sind so eine kleinere, größere Gruppe und mit denen können wir uns wirklich über jegliche Themen unterhalten. Das ist ja das Schöne bei uns. Also jetzt nie so, dass man jetzt sagen muss, ja, man müsste sich für einen anderen genieren. Ja, man steht nebeneinander, man steht miteinander, man unterhält sich miteinander und diskutiert miteinander. Das ist was Schönes. Ja. Wird in der Gesellschaft eh viel zu selten gepflegt. Stimmt. Naja, wurscht welches Couleur, ganz egal. Ja. Das ist schon sehr fein. Der Wiener sagt mir ja, oder vor allem der Hohen Warte sagt mir ja viel nach die Fußballromantik. Das im Grünen und eher das familiärere, kleinere. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn es nicht so grün wäre, komplett verbaut wäre mit einem Stadion für 70.000 Leute und es wäre jedes Wochenende voll. Hätte ich auch kein Problem damit. Da verzichte ich dann ein bisschen auf die Fußballromantik. Ach, ja, nein, bei aller Liebe, nein, also da muss man dann den Erfolg auch über alles ein bisschen drüber stellen. Es ist sehr schön, es ist sehr nett, es muss auch die Hohe Warte sein, aber es ist und bleibt für mich trotzdem so, umso mehr Leute, desto erfolgreicher bist du einfach. Also das ist relativ, spiegelt das für mich relativ klar wider. Also mir wäre lieber, wir hätten im Schnitt 3.000, 4.000 Zuschauer. Das würde bedeuten, wir spielen Zweite oder gar Bundesliga. Das heißt, keine Angst vor der RLO, keine Angst vor der Nein, Bundesliga? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also RLO, sofern die richtigen Vereine auch rumbleiben. Also wenn man denkt an ein Derby wieder gegen einen Sportclub. Mhm. Ja, wunderbar, Bude, bumm, voll. Klar. Ja, wenn auch das Datum so liegt, dass es, ich sage es immer, es sollte ja für beide nicht gerade so schlecht liegen. Also wäre September, Oktober die einen, damit wäre es dann März, April. Oder April, Mai fürs Retourspiel wäre fair für beide Seiten. Detto muss man sagen, die Neusiedl-Auswärtspartie, jedes Mal ein Highlight. Ja, vor allem die Auswärtspartie, muss man ganz ehrlich sagen, die schaffen es, einen dort zu verpflegen und für Stimmung zu sorgen. Das ist einmalig, das muss man auch einmal denen auch den Hut ziehen. Und auch sonst freue ich mich schon auf die Auswärtspartien. Aber das ist jetzt alles RLO. Bundesliga sind dann schon andere Kaliber, das ist ja dann schon... Wunderbar. Ja. Wunderbar, herrlich. Schön, endlich wieder Zug und Bus reisen. Kann schon nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, furchtbar. Ja? Nein, wird dann schon Zeit, dass man auch sowas wieder macht. Mhm. Ja, da wird dann vielleicht nicht mehr ganz so jedes Auswärtsspiel gehen, aber da kann man dann Highlights auch setzen. Und wenn man sich's anschaut, so wie es jetzt ist, wieder aufs Tivoli zum Beispiel fliegen, wie wir schon mal gemacht haben. Na, was Herrlicheres könnte es ja nicht geben. Ich glaube nicht, dass die in den nächsten Hab zwei Jahren... Habe ich richtig verstanden? Werden. Fliegen? Ja, sind wir ja schon. Sehen wir ja schon mal. Also nicht Auswärtsfahrt, sondern... Nein, das wäre dann ein Auswärtsflug. Ja, wir haben auch einmal in Innsbruck auswärts fliegen. Das scheint wunderbar. Ja, okay. Das macht dann auch Sinn. Ja. Überall anders kann man sich dann wieder eine Vorteilskarte kaufen. Aber wie schmerzhaft war das für euch, das 2017, 2018er Jahr? Weil als Meister der RLO nicht absteigen, sondern richtig absteigen. Sehr. Also ich muss ehrlich sagen, es war, glaube ich, auch für dich, es war eine schmerzhafte Geschichte. Wobei man sagen muss, gut, es ist passiert, man kann es eh auch nicht mehr, hat es dann nicht mehr ändern können. Mhm. Und mir gefällt aber jetzt der Weg, wie es jetzt angegangen wurde, von da unten sich wieder emporzuarbeiten. Es ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber... Ich sehe hier wirklich gute Konzepte, gute Ansätze, einen guten Hauptsponsor. Wäre vielleicht auch sehr wichtig, einen zweiten und einen dritten zu finden, um wirklich dann auch weiter hinauf zu kommen, wie wir zuerst geredet haben, womöglich sogar von der ersten Liga oder Ding. Weil das ist ja doch auch dann, machen wir sich vor, auch eine Geldfrage. Natürlich. Ja. Und, aber mir gefällt das, wie das jetzt Step by Step gemacht wird und auch nicht überhastet wird und dass man hier auch der Jugend, was man jetzt wahrscheinlich versucht, der Jugend eine Chance gibt, gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Und man kann nur hoffen, dass das so weitergeht, dass man hier jetzt mit Einbau der Jugend, ältere Spieler haben wir sowieso. Mhm. Ich habe da eigentlich Vertrauen in Katze und Co., wenn ich das so sagen darf, dass man hier schon etwas auf die Wege bringt. Vom Sportlichen, ja. Vom Sport. Ich rede nur rein jetzt diesbezüglich vom Sportlichen. Ja. Das heißt, es war vielleicht sogar selbstreinigend, kann man das so sagen? Vielleicht, ja, vielleicht. Im Nachhinein, wenn man es vorher gewusst hätte, für mich war das Wichtigste, dass der Verein überlebt.
das muss man sagen, wäre ohne die Unika nicht möglich gewesen, mhm. die sicherlich den wesentlichen Hauptteil beigetragen hat, dass wir es geschafft haben. Mhm. Man darf sicherlich auch nicht vergessen, auch die Personen, die Unika zu uns gebracht haben. Und man hat eines damit geschafft, durch diese Art Selbstreinigungsprozess, wie du richtig gesagt hast, wurden nicht nur ein bisschen so die Altlasten unter Anführungszeichen erledigt, sondern es wurde durchgeputzt und gereinigt. Der Verein an sich steht eigentlich, zumindest so von außen betrachtet, sowohl wirtschaftlich wie auch sportlich, eigentlich wirklich gut da. Mhm. Ja, wenn man sich die letzten 2 Jahre anschaut, sportlich haben, glaube ich, kaum eine Partie verloren. Ja, die ein oder andere sinnlose Niederlage war halt dabei. Gut, aber da ist man auch ja selber gefallen. Da ist man selber gefallen. Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, wirtschaftlich steht man, auch noch einmal zu sagen, so gut da wie selten zuvor. Mhm. Es kann immer mehr sein. Ja. Beim Budget. Also das braucht man, glaube ich, nicht lang reden. Aber wir haben, wenn man den Zahlen, also glaube ich, der andere ist bei 1,2, 1,3 Millionen offizielles Budget. Bei aller Liebe, das ist für einen Wiener Ligisten ja eigentlich Wunschdenken. Gut, fällt auch viel wieder weg an das Umfeld. Mhm. Sprich, man muss, ja, Essling muss nicht die hohe Warte halten. Ja, auch wenn Essling jetzt Oberliga wäre oder auch Elektra muss nicht die hohe Warte mit erhalten, wie wir es machen müssen. Und NWZ Spielmanngasse. Das kommt auch dazu. Und die vielen Mannschaften bei den Kindern, bei den Frauen. Das hat Elektra auch. Also das ist schön, aber mir gefällt das, dass hier so breit aufgestellt die Vene und dass man sich auch, so wie ich es zumindest gehört habe in der letzten Zeit, nicht in irgendwelche Abenteuer hineinreiten hat lassen. Mhm. Hier hat auch die Führung der Wiener hat hier gezeigt, nein, wir gehen diese Schritte, wir wollen diese Schritte durchziehen. Mhm. Ist vielleicht der härtere Weg als vielleicht ein anderer, aber das gefällt mir. Also, dass man hier Step by Step geht und versucht hier, klar, nächstes Jahr, wenn wir Meister werden, von denen gehen wir aus. Also, ich glaube zumindest, und wird es wieder härter werden und es wird vielleicht nicht, wird es keine Siege geben, 5-6-7-0, wie wir es jetzt gehabt haben, aber man wird auch gewinnen und man muss sich hier Step by Step hinaufarbeiten und ich bin da eigentlich guter Dinge und wie gesagt, wenn man vielleicht einen zweiten oder einen dritten guten Sponsor findet, der auch zur Wiener passt, der auch in unser Umfeld passt, und ich kann mir auch vorstellen, dass man hier sich wieder als dritte Kraft in Wien entwickeln kann. Ja, wir haben einmal die Rapidler, wir haben einmal die Austria, ist klar, aber für mich gehört dort die Wiener hin. Ja. Ja, ich meine, das muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, da muss man halt jetzt dann sagen, gut, da brauchen wir andere Sponsoren, brauchen wir vielleicht dort wirklich jetzt dann wieder eine Leitfigur der im Spielerbereich und so weiter, der sich auch für Blau-Gelb bekennt und Blau-Gelb war vielleicht in der Vergangenheit. Also das glaube ich, kann funktionieren. Obwohl es ja schon lange her ist, Bundesliga, und ich rede jetzt einmal von der höchsten Spielstufe. Ja, das ist klar. Du hast das natürlich alles noch live erlebt. Ja, ja, auch dort war Abstieg und so weiter. Auch traurig, ich kann mich erinnern, damals sind wir am Bankel gesessen, wie wir abgestiegen sind. Und mein Neffe, sein Onkel, sind ihm, ich glaube, die Welt geht unter. Ich habe gesagt, Kinder, jetzt packen wir uns zusammen, jetzt gehen wir zu Hause. Weil ich meine, das Leben geht weiter. Die haben glaubt, es stürzt die Welt zusammen. Naja, aber gut, es ist so. Aber man muss, Fußball bleibt Fußball. Ich meine, das ist die schönste Nebensache, was es gibt. Aber man muss ja sagen, dass die Wiener hat schon so viele Ups und Downs erlebt. Und warum nicht? Jetzt kommen halt die Ups. Muss gut sein. Ja. Aber vom Vergleich jetzt einmal her, wie es eben früher war, nicht? Sagen wir jetzt 80er, 90er, wie wir noch Bundesliga gespielt haben und jetzt Bundesliga spielen könnten. Gibt es da noch Vergleiche oder ist das schon so ein Geschäft geworden, dass es nur mehr um Sponsoring geht? Also, ich muss dir leider sagen, ja, klar gibt es immer wieder Fans. Also wenn wir auch bei uns gibt es Fangruppen und Fans, die hast du immer wieder. Aber leider Gottes musst du heute sagen, der das Geld hat und hat das Sagen. Das, leider, es ist so. Mir tut es nur vom Herzen. Aber schauen wir auch in die Champions League oder schauen wir in Europa. Da spielen auch immer nur die gleichen mit der meisten Marie. Das Geld regiert die Welt. Und ich meine, ich habe jetzt gesehen, wir haben geplaudert darüber, Warta. Warta ist jetzt Hauptsponsor, das gehört in Österreich, oder einer der Hauptsponsoren bei Bayern München geworden. Ja? Warta, ich habe mit diesen Leuten ein bisschen ab und zu tun, ist eigentlich blau-gelb. Also wenn man sich das zeigt, habe ich auch dort kundgetan. Ich habe gesagt, Leute, ihr braucht, weil
der Inhaber oder der Hauptaktionär von Bata ist ein Österreicher und ist aber verbissener Rapid-Anhänger. Und ich habe aber einige Male schon mit ihm gesprochen, gesagt, eigentlich blau-gelb, Wartezeichen, müsste man ja hier bekommen. Ist ein kleiner Versuch gewesen, hat nicht gefruchtet, vielleicht, ich werde es wieder probieren. Aber ich wollte damit nur sagen, das ist heute eine reine Geldfrage. Wenn wir heute Sponsoren hätten, die uns so viel Geld geben, dass wir gute Kicker kaufen können, dann sind wir, machen wir einen Durchmarsch von nun an und gehen hinauf bis in die Bundesliga. Das geht so? Das müsste gehen, ja. Man braucht natürlich auch den dementsprechenden Trainer und die dementsprechende Infrastruktur. Natürlich, ja. Von Arena-Seite her, von Rasenheizung und. Die Infrastruktur muss ja dann auch angepasst werden. Ich glaube heute, überhaupt im Sport, das ist vielleicht eine bisschen akademische Geschichte, das bestimmt das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Also wurscht, welche Sportart, ganz egal. Und denken wir jetzt im Winter an Skifahren oder an Wurscht. Oder dort, wo Geld ist, sind die Superstars beisammen. Dass da einer wirklich herauskommt aus dem Niemandsland und wird auf einmal Fußballmeister. Die Romantik haben wir. Die Romantik gibt es nicht. Die Romantik. Vor allem, man muss ja auch dann dort so ehrlich sein, wenn man es jetzt einmal bei Österreich herunterbricht, gut, die Romantik hättest du vielleicht noch in England mit Leicester gehabt, wie die Meister geworden sind. Aber auch dort, der war einen guten Sponsor im Wahrheit. Das ist ja keine Fußballromantik. Das ist ja keine Fußballromantik. Die Fußballromantik wäre, wenn eigentlich da plötzlich der wirklich Kleiner daherkommt. Detto ist es ja bei uns. Bei uns gieren die zwei Wiener Vereine, wenn wir ehrlich sind, auf, wann schwächelt Salzburg? Das ist ja nicht so, dass die wirklich fordern, sondern die warten ja nur oder hoffen immer, dass sie dann zur richtigen Zeit da sind, wenn die schwächeln. Jetzt haben sie mit dem Last noch einen Konkurrenten dazu bekommen, der ja eher noch wartet. Also, und da sieht man schon, bei dem, dort wo das Geld ist, funktioniert. Man muss sich allein vorstellen, allein um das Geld, wie die den Haaland geholt haben, die Salzburger, wäre ein Volumen, das wäre schon zu risikohaft in Wahrheit, so einen 19-jährigen Trinkburm oder 18-jährigen Burm damals zu holen für Rapid oder Austria, weil das vorstellt, das halbe Transferbudget ist. Naja, man muss ehrlich bleiben. Ja. Und damit bist du genau dort. Die können sich's halt auch jetzt aufgrund der Erfolge erlauben, na, dann kaufen sie halt vier andere Junge und wenn dann einer einschlägt, haben sie es schon wieder drinnen. Da tun sich halt alle anderen ein bisschen schwer. Ja. Und dann, da können wir nicht mit, ja, oder noch nicht mit. Und das wird auch noch dauern, bis wir dort auch nur im Ansatz mit können, weil man muss ja auch so ehrlich sein, wirklich große Sponsoren zu bekommen, da ist ja die Unica wirklich der Glücksfall, dass alle anderen schon belegt waren in Wien zum Beispiel. Du hast die Allianz bei Rapid, du hast den Verbund, das ist keine Versicherung. Ich glaube, Generali hast du ja eigentlich bei der Austria. Also bleibt dann eh nur mehr Unica, nicht sehr viel anders, würde ich sagen, wunderbar, wir nehmen die Vienna. Alternative wäre der Sportclub gewesen, aber ich glaube, dort war der Herr Vizepräsident schon einmal mit der AXA. Ja. Ja, ich glaube, das hat er erledigt und jetzt ist er zum gescheiten Verein gegangen. Also alles im Politikum. Ein bisschen natürlich auch, natürlich auch. Ja, das aber kommt natürlich auch noch dazu. Ich glaube schon. Also es ist leider, aber es geht nicht anders. Also ohne Geld, ohne finanzielle Unterstützung bringst du unsere Wiener nicht hinauf, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, wir wollen ja noch weiter hinauf. Und das wird sich auch bei uns sicherlich in diesem und im nächsten Jahr zeigen. Wir brauchen hier Unterstützung und diese Unterstützung bekommst du nur in Geld. Also das und da ist ja die Vienna ja schon sehr rührig. Es gibt ja den 1894er Club, in denen ihr ja auch seid. Ja, ja. Wie kann man sich das vorstellen oder was hat euch dazu bewogen, damit zu machen? Naja, eigentlich, der Martin ist dazu. Du wirst ja einerseits übers Reden untereinander. Bei uns im Fanblog, weil da auch einige ja dabei sind, die dann gesagt haben, warum seid ihr da eigentlich nicht dabei? Weil mit den VIP-Karten und mit der Präsenz und mit den Treffen, das zahlt sich ja aus. Und dann haben wir gesagt, na wunderbar, schauen wir uns das Ganze einmal an. Okay. Dann waren wir auch einmal zweimal sogar da so hineinschnuppern. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, na dann legen wir los. Super. Gehen wir dort hinein und schauen. Ich muss sagen, es ist mehr als professionell aufgezogen, mir gefällt das wirklich gut, das machen sie hervorragend bei uns, dieses Versuchen des Vernetzens funktioniert einwandfrei, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich, umso mehr Leute dabei sind, umso mehr Firmen dabei sind, desto interessanter wird es natürlich auch. Das ist immer so das berühmte Spielchen, umso mehr, desto besser, das ist beim Networking nun einmal so. Ja? Und desto eher bringt es dir dann noch einmal was. Ja? Muss man ganz ehrlich und ihr versucht es da auch mit, Leute, so wie Warte zum Beispiel, an Bord zu holen? Oder naja, wir haben es, also der Martin hat es probiert, also wir haben das letzte Mal,
haben wir da gehabt von den Fenster, von ja, Stadtlauer Fenster, mhm, war einer mit, der andere war von Oberla, von der Konditorei Oberla. Ja, also da versucht man hier Kontakte herzustellen, versucht diese Leute herbeizubringen, dass die sich halt irgendwie auch in ihrer Art und Weise, das muss dann ja jeder natürlich selber wissen, ja, irgendwie einbringen kann. Ja. Ja? Ist auch ganz klar, man kann nicht mehr probieren, als die Leute hinzubringen. Nein. Wenn der dann für sich abwägt und sagt, wird man nicht das bringen, was ich mir erwarte, macht es keinen Sinn. Ja. Ja? Aber man kann halt immer noch schauen, dass man die Leute dazu bringt, dass sie mal kommen. Na gut. Dann funktioniert es eigentlich im Normalfall immer recht gut. Ja. Ja. Das heißt, die Fans bringen sich da auch ein, Sponsoring zu finden und medial ein bisschen einen stärkeren Auftritt zu haben. Mehr können wir nicht tun. Sage ich auch immer. Ja. Leider haben wir alle nicht die Firmen im Hintergrund, dass wir sagen können, hurra, wir haben 3-4-stellige Millionenbeträge bis Milliardenbeträge Umsätze im Jahr, dass wir locker flockig selber alle sponsern können. Na klar. Ja, also bleibt da nichts anderes über, als zu schauen, so viele wie möglich dazu zu bringen. Und da muss man sagen, war auch die Idee immer vom Griech im Nachhinein wirklich gut, umso breiter wir aufgestellt sind, desto weniger sind wir abhängig. Ja. Und das muss auch in Wahrheit das Ziel unterm Strich sein. Mhm. Umso mehr Sponsoren wir haben, desto eher verkraftest du, wenn einmal einer ausfällt. Das ist nun einmal so. Ja, und davon bist du nie gefeit. Haben wir ja schmerzlich erlebt, 2017. Ja, genau so ist es. Diese Abhängigkeit möchte ich in der Form, so blöd, es klingt ja auch mit der Unica in gewisser Weise. Ja. Aber man muss sagen, ich glaube, dass wir mit dem Rest auch so weit aufgestellt sind, dass wenn die Unica morgen aufhört, wir nicht in dieses Extremfahrwasser gleich wieder gleiten würden, wie es einfach nach dem Tod von Christek war. Ja. So ehrlich muss man sein. Beziehungsweise muss man der Unica es von unserem Verein so, Anführungszeichen, schwer, schmackhaft machen, dass man sagt, nein, im Gegenteil, wir steigen auf, wir sind noch mehr Publik, wir kommen wirklich ins Fernsehen, wir sind ein Werbeträger für euch. Mhm. Das muss ja das Ziel sein. Dass man sagt, nicht zurück, sondern eher mehr. Also wir steigen auf, wir sind besser, wir sind mit unserer Damenmannschaft gut, wir sind mit denen gut, wir sind mit denen gut. Das ist ja die Versicherung. Bitte schaut's und gebt uns statt X, gebt uns X plus. Ne? Das wäre das. Das wäre ideal. Das wäre das Ziel. Natürlich. Also ja? Umso mehr, desto besser. Frauenmannschaft ist ja auch ein Stichwort. Verfolgt sie da ein bisschen? Autsch. Ich nicht. Das ist ein bisschen die Achillesferse, wenn wir ganz ehrlich sind. Nein. Also 2 Spiele am Wochenende kriege ich dann daheim irgendwann auch nicht. Nein, aber verfolgen heißt, dass man das... Im Aufschlagen am Montag in der Kronenzeitung, im Sportteil und nachschauen oder bei uns auf der Homepage nachschauen. Ja, natürlich. Also aber das ist, schon. Aber dass ich jetzt aktiv hingehe, leider nein, aber ich weiß. Toller Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sensationell. Ja, ist auch viel Arbeit dahinter. Nein, das ist unumwunden. Also wenn sie es wirklich schaffen, uns in die Bundesliga zu kommen, Halleluja. Wo sind da die anderen Wiener Mannschaften? Wo sind da die anderen Wiener Mannschaften? Wo sind da bitte, wo ist da Austria? Wo ist da Rapid? Ja, die beweisen ja, die Austria fusioniert sich halt krampfhaft mit Landhaus, damit sie wenigstens die Frauenmannschaft haben. Und wenn es stimmt, lässt sich die Rapid immer wieder regelmäßig das hübsch abkaufen, dass sie irgendwo klein beigeben, dass sie ja keine Damenmannschaft bis jetzt haben müssen und das immer weiter nach hinten verschoben wird. Klar, ist auch eine finanzielle Angelegenheit. Natürlich. Ganz klar. Und das muss doch dann deinen Fans erst einmal verkaufen. Mhm. Also ich glaube, dass das irgendwann einmal dann auch bei uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel, wenn überhaupt, was bei uns bekommen. Mhm. Ja, eben. Aber irgendwann wird das halt dann dort auch in die Richtungen, allein wenn die Reiserei beginnt. Nächstes, ist ja jetzt schon. Ja. Aber ich glaube, das wird ja noch mehr nächstes Jahr dann. Denke ich mir. Ja, dann kann es nur hoffen. Und man muss natürlich sich dann allerdings auch als Verein überlegen, wie mache ich es so, dass wir auch einen würdigen Rahmen hinbekommen. Okay. Ja, weil ich glaube, es wäre dumm zu denken, hurra, wir lassen sie an einem anderen Tag spielen und dann spielen sie vor 30, 40, 50, 60, wenn überhaupt Zuschauern, auch wenn ich wahrscheinlich gleich einen am Deckel dann bekomme von einigen, das geht nicht, das geht einfach nicht. Da müssen wir uns ja wohl überlegen, entweder vorher oder nachher, wenn das möglich ist, mit den Herren das zusammenzulegen. Es wird nicht anders gehen und das muss dann der Rasen halt aushalten zu Hause. Also auf dem Hauptplatz. Natürlich, also es geht dann wohl nicht mehr Nachwuchszentrum, außer wir haben einen derartigen Vorteil am Kunstrasenplatz, am Nachwuchszentrum, dass ich sage, okay, dann schon, aber wenn nicht... Gibt es ja auch ein normales Gibt es auch, aber ich bin der Meinung, die Vienna hat eine Heimspielstätte und das ist nicht die Spielmanngasse, sondern die Hohe Warte. Und daher haben die auch gefälligst, dort zu spielen. Okay. So leid es mir tut, da wird man sich dann eher überlegen müssen,
Wir brauchen ja dann auch wieder eine 1B, wenn wir aufstellen, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, weil da ist ja dann U23 vorbei, da muss ja dann eigentlich wieder eine 1B her. Ja, die wird dann halt im Nachwuchszentrum spielen und das wird es gewesen sein. Mhm. Aber die Damen haben es sich für mich verdient. Definitiv. Echt, das muss man ganz klipp und klar sagen. Wenn man sich anschaut, wir haben 5 Nationalspielerinnen aus verschiedensten Herren Länder. Mhm. Ja, bei uns in der Kampfmannschaft werden die Männer noch lang brauchen, wenn ich das überhaupt noch mal erlebe, dass wir 5 aktive Nationalspieler bei uns im Kader haben. Mhm. Mit ehemaligen haben wir derzeit, glaube ich, 2. Ja, ich weiß nicht, ob der Konrad auch eins hatte, ja, aber das ist dann schon, was ich sagen muss, nach Halleluja. Ja, das werden wir so schnell nicht mehr sehen. Eben. Ja. Und das bringt natürlich dann auch Publicity. Nehme ich einmal an. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Die sind dann auch im Verwalt. Der ORF zum Beispiel jetzt als großer Broadcaster ja natürlich auch die Frauenmannschaften fördern möchte. Ja. Und das ist nicht schlecht, dann auch auf der hohen Warte. Beides. Kampfmannschaft der Herren, Kampfmannschaft natürlich der Frauen, Werbung natürlich zu haben. Natürlich. So gesehen ist es sehr positiv. Es ist positiv, klar. Und du kannst auch verkauft. Sponsor natürlich. Das ist der Mehrwert, den ein Fußballverein natürlich seinen Sponsor geben muss. Muss. Ja. Kommt ja fast schon eine gewisse Perversion, dass dann der Bundesliga-Verein dazu da ist, eigentlich einen Mehrwert darzustellen für einen Regionalligisten. Wenn man vom nächsten Jahr ausgeht. Ja. Richtig. Naja, weil die Damen sind in der Bundesliga und stellen einen Mehrwert dar für die geldverschlingende Männermannschaft. Naja, das ist ein philosophischer Ansatz dann schon bald wieder. Aber man muss schon so sagen, also da wird man sicherlich sich überlegen, dass man zumindest Highlight-Spiele wie gegen St. Pölten oder auch gegen die Austria einfach hinten dranhängt, beziehungsweise oder vorweg, wenn du das schaffst, na gut, dann fangen wir halt erst um 20 Uhr an und die fangen halt um 18 Uhr an. Richtig. Ja, zum Beispiel. Du kannst mit einem Eintritt gleich 2 Matches schaffen. Das kommt auch. Auch das müsste man sich. 23 vorher die Vorspiele. Ja. Natürlich. Wenn das beides ginge, toll. Ja. Ja, vor allem, wenn es der Rasen da leidet, warum nicht? Das geht schon. Ja. Zukunft der Vienna. Es kommt ja ein großes Fest auf uns zu, 2021. Wird ja die Hohe Warte 100 Jahre alt. Ist ja auch wieder ein denkwürdiger Ort, ein denkwürdiges Datum für die Wiener. Beziehungsweise sind wir ja dann auch schon in höheren Gefilden. Wie sind da so eure Aussichten, wie sind eure Gedanken zur Zukunft? Wieso? Ich fange mal kurz an. Also wir haben, glaube ich, jetzt die 125-Jahr-Feier haben sie mit Bravour. Das muss man wirklich sagen. Über die Bühne gebracht. Also ob das angefangen von Kempes bis ganz ehrlich auch das Zelt, wie es oben war, die Einladungen, die Leute, die gekommen sind, das Ganze rundherum, auch das Spiel gegen Union Berlin, traumhaft. Also was Schöneres kann man sich eigentlich als Fan ja schon gar nicht mehr wünschen. Man wird dann schnell unbescheiden. Ich eingeschlossen. Ich verstehe es oder ich wünsche mir eigentlich, dass wir einmal im Jahr auf der Hohen Warte irgendeinen internationalen Gast, wenn es denn möglich ist, haben. Mhm. Ich glaube, dass man das mit richtigem Wetter auch halbwegs wieder hereinbekommt. Mhm. Ja, es gibt natürlich zum Beispiel, wenn man den Vergleich zum Sportclub ziehen darf, sicherlich den Unterschied, der Sportclub betreibt seine Kantine selber, hat damit natürlich auch das doppelte Risiko. Ja, und das warme Bier beim Sportclub will auch kein Mensch trinken, aber sie verdienen halt dann mehr am verkauften warmen Bier. trotzdem glaube ich, dass man sich auch hier marketingtechnisch gut positionieren kann. Wenn man einen internationalen Gegner hat, der womöglich gerade beim Heimflug steht, knapp vor dem Heimflug steht, nach einem Trainingslager, dass man auch hier dann auch das Spiel an Rechte wie ORF oder Co. abtritt, damit hat man wieder einen positiven Werbewert. Ich erwarte mir so ihn auch, dass man 2021 irgendeinen Gegner haben wird, der nicht unbedingt nur Sportclub heißt. Ja? Muss aber hier auch sagen, hier wäre mir fast auch einmal eine österreichische Lösung wie Rapid oder auch die Austria eigentlich nicht unlieb, wenn ich ganz ehrlich bin, weil auch das die Hütte voll macht und einmal wieder zeigen wird, was alles geht. Ja. Allgemein zur Zukunft bleibe ich dabei, so weitermachen, wie es ist, schauen, dass wir junge Spieler entwickeln und nach oben bringen. Wenn man anschaut, dass der Strasser jetzt beim Test gegen Blau-Weiß Linz irgendwann einmal schon für Salzburg mittypieren durfte, muss man ganz ehrlich sagen, der Weg ist der richtige. Genau so muss es funktionieren. Sieht man eigentlich auch am Geldregen, der manchmal doch noch hereinkommt, wenn der ein oder andere wechselt, der mal bei uns gespielt hat. Genau so muss es funktionieren. Das muss unser Ziel sein. Noch einmal, wir werden es nicht schaffen, einen Kader mit lauter 19-Jährigen zu haben,
die uns überall hinschießen. Man muss das selektieren. Man wird ein, zwei einbauen können pro Jahr, damit auch die richtige Entwicklung geht. Aber es soll so weitergehen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer noch, oder ich befürchte, wir werden nicht in der Ostliga durchmarschieren. Ja. Aber wenn man sich die Entwicklung in der Ostliga anschaut, wird wahrscheinlich Platz 2 oder 3 irgendwann mal auch bald ausreichen, damit man aufsteigt, weil eh keiner will. Muss man ja auch einmal sagen. Also eigentlich die Entwicklung, heuer schwenkt mich in der Ostliga mehr als bedenklich. Und ich muss leider auch sagen, auch wenn es mir leid tut, ich würde es ja dem Sportclub schon fast wünschen, dass sie es heuer probieren und vielleicht auch aufsteigen. Das ist für uns eigentlich nur negativ, weil er uns nächstes Jahr fehlt, weil er uns natürlich auch Sponsoren wegnimmt. Aber ich glaube, auf lange Sicht muss es das Ziel sein, dass zumindest in der zweiten Liga wir mit dem Sportclub konkurrieren, regelmäßig um Aufstiege in die Bundesliga. Das muss das Ziel sein. Weil nur so hast du auf Dauer eine Chance, in Wien zu überleben, wenn du die Derbys hast, die voll sind. Ja. Hier wie dort. Und dann kann man sich vielleicht auch mal wieder überlegen, dass man im Hapelstadion vielleicht mal eine Doppelveranstaltung macht, wo man halt die Derbys allgemein runterspielt. Okay. Ja, wäre sowieso für mich auch eine Überlegung. Ich weiß schon, das wird mit Polizei und Co. alles nicht möglich sein. Aber das wäre eine Unterstützungsmöglichkeit von Rapid und Austria für die zwei Kleinen. Mhm. Im Sommer einfach sagt man, macht ein Blitzturnier, einen Tag, wo halt alle gegeneinander spielen, eine halbe Stunde. Danke. Wird die Leute auch anziehen. Ist mir schon klar, ist organisatorisch ein Horror. Ich weiß auch, Rapid und Austria wollen in der Vorbereitung nicht gegeneinander spielen. Ist alles einzusehen, vollkommen logisch. Aber das wäre eine Unterstützung des Unterbaus in Wien, okay. Meiner Meinung nach. Ja, klar. Aber das bedeutet auch, dass halt die Warte, die hohe Warte sich verändern muss. Schon allein aus feuerpolizeilichen Gründen, wenn wir dann wirklich regelmäßig 5.000, 6.000, 7.000 Leute oben haben auf der... Du musst natürlich, das ist mir klar, du musst natürlich dann, wenn wir, und das wollen wir ja alle, wir wollen ja hinauf in die nächste Liga und in die nächste Liga und bis hinauf, in die Erde, dann musst du natürlich auch die dementsprechende Infrastruktur schaffen. Ja. Das ist klar, das ohne dem geht es nicht. Das beginnt schon bei der Außenheizung. Also oder Flutlicht. Oder, ich meine, das ist ja, genau. Geht eines ins andere. Ja, also ich meine, das ist Faktum ist. Das kostet Geld und daher, ich komme jetzt auf das zuerst genannte zurück, leider Gottes, wieder Geld regiert die Welt, leider Gottes, was anderes kann ich nicht sagen, aber du musst diese Infrastrukturen schaffen, du musst eben schauen, dass du diese Sponsoren bekommst, dass du eben mit Leistung diese Sponsoren bekommst und dass man dann eben sagen kann, okay, wir haben trotzdem einen gesunden Background. Mhm. Nicht, dass wir wieder bis über beide Ohren verschuldet sind und nicht weiter wissen. Also ich glaube, da haben wir Lehrgeld genug bezahlt. Aber es wird sich ja auch dann optisches einiges ändern. Nicht? Früher waren ja schon romantisch, nicht, diese schönen Holzbänke, dann kam man leider Gottes diese Aluminium, nicht so hübsch. Aber es wird sicher da auch einiges ändern, ja, sicher, damit wirklich so viele Leute Platz haben. Na gut, sicher, ich will ja gar nicht von 70.000 reden, aber wenn ich nur heute gehen wir ganz auf 15.000, 20.000, würde das ja schon vollkommen genügen, in meinen Augen, vollkommen. Aber selbst da musst du die Infrastruktur von A bis Z erneuern. Also das ist, wenn ich jetzt an drüben an die sogenannte an die Arena denke, an die Naturarena, die ja wunderschön ist, ich meine, kann man überhaupt nicht sagen. Klar, wenn du heute sagst, ich habe wem und oder ich habe hier wirkliche Großsponsoren, da muss man wirklich von Großsponsoren, die hier sich was einfallen lassen. Na, da freut sich jeder Architekt, wenn er dort etwas bauen könnte. Das ist ja, aber nur das sind Millionen, kommen da ins Rollen. Also da muss man schon Realist bleiben. Ja? Aber das würde euch nicht stören, wenn sich das optisch ändern würde, weil wenn man schon so lange auf die Warte geht, Also im Gegenteil, ja. ich glaube, es fast müsste man sagen, es schreit ja danach, dass wenn man sich wir von unserem Stehplatz aus unter der Tribüne uns das anschauen. Na, jetzt ist wieder mal gemäht worden. Aber ich glaube, jetzt ist, wenn wir wieder hinkommen, jetzt, wenn die Meisterschaft wieder beginnt, wird das Gras wieder 1,5 Meter hoch sein. Ob das so wirklich schön ist und ob das so Ding ist. Nur derzeit, wir backen kleinere Brötchen. Also wir können es halt nicht anders. Aber für die Zukunft, nicht für die unmittelbare Zukunft, muss man sich dort einmal was einfallen lassen. Das ist ganz egal. Also, ich sag Sportzentrum, aber nur wer das macht, ob von der Gemeinde, so ehrlich muss man sein, wird es nicht gehen.
entweder ja, Gemeinde ein Sponsor wirklich oder du privat. Hast wirklich, darum sage ich, du hast einen Großmann, na bitte denk an Salzburg. Ich meine, dann das Stadion auch nicht selber hinbaut. Nein, nein, aber die ganze drumherum haben da automatisch jetzt schon ein bisschen was gemacht. Ja? Und also, wenn du jetzt so einen finden würdest, ich weiß schon, das gibt es nicht, die gibt es nicht so viele in Österreich, und der das Projekt auch so aufzieht, wäre die Vienna sicherlich ein Areal dafür. Weil dort kannst du schon noch Sportstätten natürlich bauen. Ja, das kannst du woanders, das ist ja bei Rapid und so bei der Austria, ist das alles schon begrenzt. Aber dort oben könntest du schon noch, wenn du dir das vorstellst, ich will gar nicht reden von einem Hotel, war ja einmal schon der Plan mit einem Hotel, oder aber mit Jugendförderung und Sportschule und so weiter. Das, der Platz wäre ja da. Ja. Wir können die VIP-Box mit der schönsten Aussicht über ganz Wien. Das ist ja überhaupt toll. Ja. Das ist ganz ehrlich, also wenn man dort oben in den Hang, oben drüber zum drüber schon VIP-Box macht, einen schöneren Ausblick gibt es nicht. Die könnte man ja auch vermarkten dann. Ja, warum nicht? Außerhalb der Matches. Natürlich, selbstverständlich. Nein. Valentinstag kommt für romantische Dinner zu zweit nach Föfangen. Ja. Martin der Romantiker. Das ist ganz wow. Meine Frau wird was anderes sagen. Also an Ideen mangelt es nicht. Nein, aber am notwendigen Kleingeld. Vielleicht wäre es auch, ich meine nur, das besprengt ja dann natürlich oft den Rahmen, dass man wirklich die hohe Warte vermarkten würde. Also nicht, ich denke jetzt nicht einmal so sehr an den Fußballverein, sondern dass man wirklich, war ja einmal auch schon der Gedanke, ich kann mich erinnern, das liegt jetzt auch schon wahrscheinlich Jahrzehnte, da hat der Fähndrich oben gesungen und so weiter und so fort. Also da waren ja auch kulturelle Veranstaltungen oben. Ja, Boxkämpfe, und so weiter. Gut, muss man sehen, ob das in Zeiten wie diesen zieht und ob das geht, aber weil der Platz und ich muss auch immer wieder sagen, dass das Flair wäre sicherlich da. Ja. Das wäre sicherlich da. Okay. Dann schauen wir positiv in die Zukunft der Vienna. Wir marschieren ja auch in wechselhafte Zeiten, aber hoffentlich positiv wechselhafte Zeiten. Dann sage ich danke für eure Zeit und für diesen tollen Einblick in die Vienna Fanlife. Wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Danke.